In der Finsternis der fernen Zukunft gibt es keinen Frieden. Lang lebe der Imperator. Und hier sind wir wieder mit einer neuen Folge von Warhammer 40.000 Space Marine. Wir haben in der letzten Folge einiges erlebt. Zum einen ist die Psi-Geißel abgefeuert worden, hat einen Riss in die Realität gesetzt. Und wir haben, Dämonen in unsere Realität gelassen. Obwohl wir eigentlich das Ganze nicht verhindern wollten. Inquisitor Drogan stellte sich als eine leblose Puppe, die von einem Dämon in Besitz genommen worden ist, heraus. Er hat uns hinter das Licht geführt. Captain Titus und seine beiden tapferen Ultramarines sind ziemlich, am Ende, kann man fast sagen. Also ziemlich betuppt. Captain, ich muss meine Sorgen zum Ausdruck bringen. Dann sprechen Sie. Sie haben erneut die unabgeschirmte Energiequelle gehalten. Und wieder sind Sie unbeschadet davongekommen. Tja, und Sidonus ist das nicht so ganz geheuer. Das kann ich verstehen. Mir ist das selbst nicht so ganz geheuer, dass sich Titus immer wieder dieser Energiequelle aussetzen kann ohne Problem. Das ist wirklich, da scheint was im Argen zu sein. Ja, okay, da war das Audiolog schon am End. Habe ich jetzt gedacht, da käme noch mehr. Alles klar. Ja, Sidonus scheint da einen besonderen Zugang zu haben. Es bleibt spannend. Codex Astartes warnt, dass Verbündete des Chaos der Berührung des Warp widerstehen. Sie vergessen sich, Ultramarine. Ich nehme diese Warp-Resistenz nicht auf die leichte Schulter. Aber die Suche nach Antworten muss warten, bis wir diese Chaos-Invasion abgewendet haben. Was, wenn es zu spät ist? Leandros, genug. Wir müssen weiter. Das stimmt, der heißt gar nicht Sidonus, das ist der Alte. Das ist der Leandros, der Kleine. Tja, Warp-Resistenz. Vielleicht ist es mal interessant, wenn wir uns ein bisschen darüber nachdenken, wie diese Welt anscheinend aufgebaut ist. Denn es gibt einmal die Realität, in der leben eben die Menschen und die Orks und alle anderen möglichen Xenos-Völker. Und dann gibt es die Ebene des Warp. Und in der Ebene des Warp leben die Dämonen. Diese beiden Realitäten sind voneinander getrennt, bis Risse entstehen in der Realität und dann können Dämonen in diese Welt hineinfluten. Allerdings können sie nicht unendlich lange hier in dieser Welt bleiben, sondern nur eine gewisse Zeit. Nämlich so lange, bis ihre dämonischen Energien aufgebraucht sind. Das gilt für uns jetzt hier nicht, denn hier sind die Energien, ja, sozusagen, okay, das sind jetzt Anhänger des Chaos, die wir hier vorne sehen, ich muss mal gucken, dass wir da hinkommen. Eieiei, okay, das geht ab, oh je, das war schnell vorbei. Die Dämonen können nur so lange in der Realität bleiben, wie ihre Energien aufgebraucht sind. Da wir aber so nah an dem Riss sind, werden wir das hier nicht merken. Die werden also uns so lange zusetzen, bis wir den Riss verschließen. Und das ist ja auch genau unser Ziel, damit nicht noch mehr von diesen Chaos-Energien den Dämonen in die Realität der Menschen hinüberschwappen kann. Und das ist genau das Entscheidende hier, was wir hier gerade tun und versuchen. Schauen wir mal. Ja, so. Bum, bum, bum. Bum, bum, bum. Ja, alles klar. Und dann gibt's was auf die 12. Auf die 12, auf die 12. Rabum. Alles klar. Und dann geht's rüber. Dann machen wir jetzt mal ordentlich bum, bum, bum. Die hauen natürlich ordentlich rein. Die haben Strahlenwaffen. Wie ihr seht. Und hier liegt auch eine Granate rum. Und das werden wir, glaube ich, wieder nicht schaffen. Oder? Doch, vielleicht. Könnte sein, dass wir es doch noch schaffen. Bumm! Doch, das sieht ganz gut aus. Dann hauen wir jetzt noch die Chaos-Dämonen hier zu Brei.
die insofern interessant sind, weil Chaos-Dämonen vor allen Dingen Nahkämpfer sind und mit ihrer Psi-Energie höchstens angreifen als Fernkampfangriffe. So. Alles klar. Vielleicht können wir da drüben nochmal... Ja, was ist denn hier los? Okay. Was das da drüben ist, ob das Munition ist oder ob das Granaten sind. Wenn es Munition ist, dann können wir das ja genau ganz gut gebrauchen. Alles klar. Und dann geht es hier wieder rüber. Ich bin sehr, sehr gespannt, wie das hier weitergeht. Gucken wir mal rein. Okay, also da hinten runter. Hier seht ihr die rumliegen. So. Okay. Hier haben wir Dämonen. Dämonen! Auf jeden Fall mal genug zu tun gerade. Okay, scheint mal einer zu sein. Ja, dann erzähl mal, Soldat. Mein Lord, Space Marine. Sie griffen uns sofort an. Captain Titus, sind Sie da? Hier spricht Leutnant Mira. Der ganze Planet ist durchgedreht. Die Streitkräfte des Chaos greifen diese Welt an. Wir müssen zum Titanen das Warportal zerstören. Ich kenne den Weg. Ich habe Truppen entsandt, um die Posten zwischen der Kalkis-Einrichtung und Bastion Primus zu bemannen. Von dort aus können Sie das Schienennetzwerk zum Manufaktorum Ayakis nutzen. Verstanden. Dort treffen wir uns. So, okay. Das heißt, wir müssen jetzt erstmal die Imperiale Armee erreichen, um erstmal auch zu dem Titan Invictus zu kommen, mit dessen Hilfe wir den Riss schließen wollen. Das, ob das wirklich so funktioniert, weiß ich noch nicht. Das ist auf jeden Fall erstmal unser Plan. Und manchmal ist ja auch besser, erstmal einen Plan zu haben, bevor man gar nichts macht. Und das sehe ich jetzt im Moment hier so als unsere Situation. Da kommen wir nicht hin. Nee, da ist... Hier ist zu. Okay. Das hat also dann hier auch keinen Sinn, da reinzukommen. Tja. Diese Warp-Kreaturen, die Dämonen, sind eben... mächtige Instrumente des Chaos. Und sie kommen im Grunde genommen in die Realität nur, um Blut zu vergießen und Anarchie herbeizuführen. Das hat nichts anderes. Es liegt in ihrem Sinn. Sie wollen einfach nur Zerstörung säen. Und mit seinen psionischen Fähigkeiten soll der Imperator eben selbst dabei sein, die Realität aufrechtzuerhalten. Das sind aber schon Glaubensaussagen, die natürlich die Realitätsvorstellungen vielleicht auch übersteigen. Man weiß es nicht. Interessant ist, dass die Chaos Space Marines, von denen wir ja schon einige gesehen haben, einmal selbst so imposante Kreaturen waren, wie unsere Space Marines hier, die wir selbst spielen, unsere Ultramarines. Die eben genauso den Panzer des Glaubens, die Waffen der Rechtschaffenheit vor sich her trugen. Und das hat sich eben, so wie wir das hier gerade sehen, eindrucksvoll von Captain Titus. Und dann sind sie in diese verbitterten, selbstsüchtigen Streiter der Dämonen geworden, verwandelt worden, indem sie sich eben den Mächten des Warp verschrieben haben. Das sind sozusagen großteilig eben Psioniker, wie auch beispielsweise die Skriptoren, Librarians im Englischen, der Space Marines Psioniker sind, nur dass die Fähigkeiten eben zum, tja, was heißt schon Guten, aber zum Guten in Anführungszeichen für den Imperator, sagen wir mal, wobei haben wir ja auch gesehen, dass das nicht wirklich gut ist im herkömmlichen Sinne, nutzen. Und das sehen wir hier natürlich als Kampf, eigentlich als Bruderkrieg könnte man fast sagen, denn auch dieser Chaos Space Marines, den wir hier gerade töten, war mal ein Space Marine. Ist aber jetzt, deswegen verschwindet er, von einem Dämonen besessen. Ganz hat sich ganz dem Chaos verschrieben und deswegen verschwindet er auch in die Realität des Warp, wenn er stirbt und löst sich sozusagen auf. Interessant ist eben, das macht diese Welt auch aus, weswegen Leandros beispielsweise so sehr dahinterher ist, dass man vorsichtig bleibt, was mit Titus ist, nachdem er die Berührung des Warp so anscheinend unbeschadet übersteht, dass der nicht nur, also dass die Dämonen und das Chaos
nicht nur offensichtlich angreifen, sondern eben auch im Verborgenen. Als Zweifel etwa. Also so als ganz innerliche Gefühlsregung, die einen strahlenden Krieger natürlich auch zersetzen können. Und Verrat ist auch so eine Kategorie, die dort hineinspielt. Die ständige Sorge davor, betrogen zu werden, kennzeichnet dann das Streben der hohen Herren Lords Space Marines, wie wir ja genannt werden. So, Stalker Bolter, Laserkanone, was will ich hier? Das ist auch immer nicht so einfach. Ich suche mir dann irgendwas aus. Das Problem ist natürlich mit dem Energiehammer. Kannst du nur die Bolt-Pistole, beziehungsweise Plasma-Pistole, beziehungsweise den Bolter haben, wobei wir ja schon mit dem Kraken-Bolter eine bessere Variante haben. Da oben ist auch schon wieder einer, der aus dem Hinterhalt auf uns schießt. Frech, frech, frech ist das. So, da müssen wir mal gucken, ob wir da hinkommen, denn sonst wird der uns immer zusetzen. Und nachladen sollten wir auch mal. Gucken wir mal, aber der kriegt erstmal auf 12. So, sehr schön. Dann hier hoch und den Space Marine zu zerstören. So. Mhm. Ja, alles klar. Und da geht es erstmal drauf und Schluss. So, da drüben geht es weiter mit den Orks. Tja. Diese Havocs, so heißen die. Ja, sozusagen schwere Waffen. Ich habe beim letzten Mal gesagt, das wären Devastatoren. Das sind es nicht. Die heißen Havocs. Das war falsch. Die benutzen schwere Waffen, um ihre Feinde noch besser vernichten zu können. Das haben wir jetzt hier gerade gesehen. Hier mit den Panzer Boys sieht man das natürlich nicht. Die knallen wir jetzt erstmal so ab. Sehr gut. Kleine Exekution am Rande. Sehr schick. Okay, Dokai. Ja, vielleicht nochmal zu den Chaos Space Marines. Also die. Ah, jetzt quatscht er gerade. Quatsch ich mal nicht dazwischen. Ich bin überrascht, dass hier überhaupt noch etwas steht. Ja, also die Krieger des Adeptus Astartes sind ja eben die ultimativen Krieger des Impartes. Das hab ich euch schon erzählt. Und die implantierte Gensaat der Primarchen verursacht dann, dass die Space Marines eben 7 Fuß hoch werden, verstärkte Knochen haben, 2 Herzen und so weiter und so fort. Sollen wir uns ihnen stellen? Die Legionen des Chaos! Soldat, reißen Sie sich gefälligst sofort zusammen! Ja, Ma'am. Die anderen Züge ziehen sich zur Bastion zurück. Stellung halten, sonst sind sie abgeschnitten. Zum Gruß, Ultramarines. Hm. Wie ist Ihre Lage, Leutnant? Da ist ja Leutnant Mira wieder. Wenn man bedenkt, dass wir von allen Seiten von feindlichen Horden umgeben sind, wir gehen zurück zum Kommandoposten, Captain. So, okay. Und die Chaos Space Marines haben all diese Fähigkeiten und Stärken, nur eben als Zusatz, dass die Macht des Chaos und die Hingabe an die Sache der Chaosgötter damit verbunden sind. Und dies kommt seit der Zeit der Horus-Häresie. Horus war einer der Primarchen, der eben sich gegen den Imperator gewendet hat. Dass immer wieder Space Marines auf den abschüssigen Pfad des Chaos gelangen. So ist das seither. Es gibt sowohl, und das ist das Interessante, eben die selbstsüchtigen Motive, dass sie selbst stärker werden wollen, als auch die positiven, hehren Motive, so wie unser Captain Titus, der wirklich gefährdet ist, dass er sich gegen das Chaos stellen will und deswegen sich nicht mehr an den Adeptus Astartes hält, ist eigentlich ein Zeichen dafür, dass das Chaos von ihm Besitz ergriffen hat. Aber wir wollen mal sehen, wie es weitergeht. Deswegen ist Leandros Zurückhaltung echt verständlich. Muss man mal sehen. Eieiei, Rappöttel. Da sind wir mitten getroffen worden. Okay. Ja, vorbei. Ist klar. Ja, hier ist natürlich gerade viel los. Müssen wir hier hinten gerade rum. Und hier ein bisschen weitermachen, denn das wäre eigentlich gut. Sehr schön.
Genau, dass wir hier mal gerade. Sehr schön. Sehr schön, sehr schön. Okay. Und da ist gerade nichts, okay. Eieiei, das geht aber schon wieder rund hier. So. Bumm, okay. Dass wir den hier auch direkt mitnehmen. Und alles klar, sehr gut. Das hat der stählerne Stern im Großteil abgewendet. Jetzt müssen wir hier weiterkommen. Gucken wir hier mal rein. Mhm. Tja, wir haben halt den Energiehammer, der sehr stark ist, und sonst müssten wir tauschen. Ich tausche mal. Gucke mal, ob das nicht sinnvoll sein könnte, dass wir das tauschen. Aber hier geht's erstmal weiter. Wobei ich ja eigentlich ein Freund des Energiehammers bin. Davon schauen wir mal. So, diese Chaos Space Marines sind eben die normalen Truppen. Wieder einmal finden sich Orks. Ah ja, okay. Kommen noch Orks. Normalen Truppen nennt man eben Chaos Space Marines, dann sind die Havocs, sind die schwer bewaffneten Truppen. Dann gibt es Champions und Auserkorene. Die Champions sind eben Raku-Einheiten, also HQ-Hauptquartier, Headquarter-Einheiten, die Führungseinheiten. Und die Auserkorenen sind, da haben wir wahrscheinlich noch keine von gehabt, sind die Einheiten, ich überlege gerade, wie ich das, also es sind wirklich Elite-Einheiten von den schlichten, von den einfachen Einheiten her, das sind die mit besonders geschmückten Rüstungen, da hinten ist ein Aufzug, die beste Ausrüstung haben. Und sie sind noch deutlich hasszerfressener und gnadenloser als die anderen Chaos Space Marines. Und sie sind eben auch insofern anders, als sie auch andere Chaos Space Marines opfern würden, wenn das sie ihre Gunst bei den Chaosgöttern erhöhen würde, vorausgesetzt, das würde es tun. So, und da haben wir Munition, die ist auch jetzt gerade bitter nötig, wie ihr seht. Okay, 90 Schuss Munition. Da ist Munition, ja. Komm. Ah, schade, aber nicht die, die ich brauche. Das ist natürlich ärgerlich. Okay, nee, da ist nichts, was ich gerade brauchen kann. Oder hier, hier ist noch was. Sehr gut. Nochmal 90 Schuss mehr. Dann schießen wir erstmal nach oben. Alles klar, Stalker Bolter Batzi. Okay. Genau. Da höre ich doch schon wieder die Explosions-Squids unterwegs sein. Okay. Das ist gut gegangen. Okay, und so, der ist hinüber. Oh, ho, 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 da kommt einer. So, pum. Das war sogar noch ganz gut gegangen. So, alles klar. Oh Mann, ja, komm und rabum. Okay. Haha, ja, mit der Tür geplättet. So geht die Nummer. Mhm. Okay. Okay, Headshot. Und hier kommt. Es geht aber auch ab hier, meine Güte. Das geht aber auch wirklich ab. Okay, ich habe ein bisschen Sorge, dass ich das hier wieder so eine Stelle kommt. Ja, genau. Genau die Stelle. Genau die Stelle. Vor so einer hatte ich gerade Sorge. Gut, wir müssen also noch mehr auf die Bomben-Squicks achten, und noch mehr. Ja, ich glaube, ich nehme mal den Energiehammer lieber mit. Ich bin ja so ein Energiehammer-Freund. Noch mehr darauf achten, die Gegner rauszunehmen, auszuschalten, die Fernkampfeinheiten. So, hier ist nichts mehr. Okay. Wobei es gerade, ich tatsächlich gerade hin und her gerissen bin, ob es nicht wirklich besser sein könnte, doch auf die Laserkanone umzuschalten. Wobei die Laserkanone natürlich insofern Quatsch ist, weil die nur 10 Schuss hat oder 14. Und damit kann man natürlich nichts anfangen, wenn hier so viele Gegner sind, wie wir es hier sehen. So, pum! Alles klar. Pum, pum! Ei! Ja, okay, gut, da hat der stählerne Stern uns sehr geholfen. Sonst hätte das hier keinen Sinn mehr gehabt.
Okay, gut. Die Exekution ist mir ein Glückstreffer gewesen, aber das macht ja nichts. Dann geht es hier runter. Tja, mal schauen. Mal schauen. Gut, also da oben muss geschossen werden. Ja. Okay, das war schon mal ganz gut. Dann kommt hier neue Munition. Genau. Ohoho. Ohoho, ja. Genau. Genau den. Mhm. So. Schluss jetzt. Sehr schön. Sehr schön. Dann geht das hier weiter. Hinten hoch. Da rum. Tja, das ist wahrscheinlich für später erst interessant. Wobei auch ein Rückzug natürlich hier nicht verkehrt sein muss. Denke ich gerade so. Ah, hier sind Granaten, die nehmen wir mal mit. Ja, genau. Okay. Schnapp, schnapp, schnapp. Ich bin Schnappi, das kleine Krokodil. Okay. Und ihr seht, die Krakenbolter ist nochmal eine ganze Ecke stärker. Als unsere bisherigen Bolt-Erfahrungen. Okay. Oh je, oh je, oh je. Ich mit Controller, ne? Ist ja, es bleibt immer ein lustiger Zwischen... Ein lustiges Intermezzo. Lustiges Zwischenspiel. So, wo ist denn der Kleine? Da ist er ja. Mhm. Bom, bom. Buddel-diddel-duddel. Schniddel-biddel-buddel. So, sehr schön. Mhm. Alles klar. Okay. Mhm. Tja. Kommen immer mehr. Ist in die Frage, wann wir das überstanden haben. Aber wird schon. Es wird schon. Okay. Mhm. So, da ist er hinüber. Das Gute ist, dass sie... Ah doch, die Raketen treffen sogar. Ich habe nämlich zwischenzeitlich gedacht, dass wir wieder unter so einer Rakete so einer Brücke stünden. Die Raketen uns nichts ausmachen könnten. Aber das ist nicht der Fall. Die treffen tatsächlich ganz gut. Gut, und da oben kommt wieder... Das ist ein Boss da oben. Das ist ein Boss. Tja. Bisschen schade ist... Oh je, da kommen noch mehr Squicks. Oh Mann, na gut, dann gucken wir mal, dass wir uns hier durchmoschen, aber ich sehe schon, dass das wieder falsch war, dass ich so früh schon rausgegangen bin aus dem Ganzen. Eieieiei. Das ist natürlich ein Raketenboss, ist natürlich wirklich nicht schön. Ja, alles klar. Okay. Hier ist ein Aufzug. Ach, was ist das schon? Haben die den... Ach was, aha. Ach cool. Ach, ich dachte, das wäre... Okay, ja, das ist doch prima. Hui, jui, alles klar. Sehr, sehr gut. Dann gehen wir hier zum Aufzug. Und ich sehe schon, dass wir dicke von der Zeit drüber sind. Naja, fahren wir mal nochmal im Aufzug. Gucken wir mal, was dann noch so geht. Seien Sie gegrüßt, Mira. Jona, ich dachte, ich finde einen Dämon, der an Ihren Knochen nagt. Der würde mich glatt ausspucken. Erstatten Sie Bericht, Jona. Die Grünhäute haben viel Druck gemacht. Sowohl hier unten als auch an der Bastion. Bereit machen zum Rückzug zur Bastion. Das Chaos darf nicht direkt angegriffen werden, bevor ich Verstärkung nach hier unten geschafft habe. Ei, Leutnant. Ja, Leute, vielen Dank fürs Zusehen. Das ist im Grunde genommen die Stelle, wie wir beim nächsten Mal weitermachen. Ich freue mich sehr drauf. Lasst mir doch einen Daumen nach oben, nach unten, links oder rechts einen Kommentar oder zwei und klickt den Abo-Button nach, denn der braucht das. Und ihr wisst Bescheid. Stay awesome. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.